Moin und herzlich willkommen zurück in Smallland. Ich habe noch einmal die Burg abgebaut und habe das jetzt hier gebaut und habe jetzt den Kniff herausbekommen, wie ich doch mit den Steinfundamenten den Holzboden verlegen kann. Das Ganze soll schön luftig werden mit zwei großen Terrassen. Oder ist es ja auch schon. Ich wollte nicht ganz auf die Türme verzichten. Ich habe hier hinten die Türme gelassen. Aber du wirst es gleich von innen sehen, etwas abgeändert das Ganze. Aber trotzdem hier noch die Turmstruktur. So, gehen wir mal einmal rein. Übrigens schön, dass du wieder mit dabei bist. Das habe ich gerade übersprungen, glaube ich. Ich habe hier mal ein gewölbtes Dach gebaut. Ich fand das ganz nice. Mal schauen, was noch für Gegenstände oder Maschinen so kommen oder Öfen oder irgendwas vielleicht in Zukunft, wo man eine hohe Decke für braucht, dann passen die vielleicht hier auf die Terrasse. Das war so meine Idee. Und ich kann ja auch gleich was zur Struktur sagen. Man kann den Holzboden doch hier drauf verlegen, allerdings einen Millimeter versetzt. Also das gelingt aber ganz gut, wie du siehst hier, ne? Das funktioniert. Und man hat trotzdem die Kraft der Steinfundamente sozusagen. Ich habe auch überall außen wieder die Säulen drum gebaut. Oh, da fehlt eine, sehe ich gerade. Da setze ich schnell noch eine rein. So, zack. Also die sind auch hier überall drum. Und jetzt gehen wir einmal rein. Ich schütze jetzt auch jede einzelne Treppe mit einem Dach, weil das ist ja hier scheinbar so vorgesehen. So, und wenn wir reingehen, dann sieht das Ganze so aus. Überhaupt keine einzige Säule. Das war bis jetzt nicht nötig. Ich bin aber noch nicht beim Dach. Das werden wir dann nachher sehen. Hier schön offen die Türme, so wie ich es mag. Ich hatte nicht den geschlossenen Turm, sondern ich habe es jetzt so offen gewählt. Das Feuer ist wieder im Zentrum, so wie ich es ebenfalls gerne mag. Und dann habe ich mir mal diese Treppen hier ausgedacht. Das war jetzt relativ problemlos. Du wunderst dich jetzt vielleicht, man hat ja keine halben Böden. Das ist aber kein Problem, es zeigt es dir. Wenn du jetzt hier hochgehst, dann kannst du einen Boden einfach so versetzen. Siehst du die gelben Linien? Der führt, geht hier halb mit rein. Das ist kein Problem. Man kann das einfach ineinander schieben und so erzeugst du im Prinzip die halben Böden. Ich nehme den jetzt nochmal wieder weg. So, und jetzt setze ich den neuen nochmal, damit du das siehst, wie das gemeint ist. Jetzt habe ich natürlich keine Rinnen mehr. Okay, holen wir eben. Vorbereitung ist alles. Fasern, Rinde. So, Holz habe ich noch. Müsste hinhauen. Ja, hätte ich auch das einfach aufheben können. So. Und dann einmal den Hammer. Und den Holzboden. Und der switcht hier schon von alleine jetzt rein, siehst du? Du musst einen nur setzen. Der hier ist ja auch versetzt und der auch. Und wenn du einen versetzt hast, dann tackern sich die anderen selbst da dran. Passend. Zack, fertig. So schaut's aus. Ich fand das ganz nice hier mit der Treppe. Und hier ist es natürlich eine Deckenhöhe. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir auch gleich. Hier ist es eine Deckenhöhe nur, aber das ließ ich jetzt nicht vermeiden, weil ich oben noch eine zweite Terrasse haben wollte. So, und wenn wir jetzt hochgehen. Diese Säulen, die beiden, die und die, die konnte ich nur setzen, weil ich da unten die Säulen habe. Diese beiden hier. Und diese beiden, das sind Säulen, die hier aus dem Boden gucken. Die sorgen für die nötige Stabilität und das sind die Säulen, die hier drin sind. Hier, von innen siehst du die nicht. Hier sind zwei, von außen siehst du die. Diese beiden Säulen, die gehen ja bis oben durch, deswegen gucken die hier durch den Boden, weil der ja noch ein bisschen weiter geht. Diese beiden Säulen hier sorgen für die Stabilität, damit ich da oben die anderen beiden Säulen setzen konnte. Wenn ich die wegnehmen würde, dann könnte ich die beiden Säulen nicht setzen, die brauche ich aber fürs Dach. Ja, so schaut's aus. Ich fand das ganz nice mit diesen zwei, Terrassen hier, eine unten, eine oben, alles luftiger gebaut, trotzdem hier noch ein bisschen geschlossen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Ich werde jetzt hier oben wieder Holz bauen. Und weil ich hier ja auch
wieder eine zweite Etage behalten möchte, werde ich das Holz ohne Fenster bauen. Erstmal ändern kann ich ja immer noch später alles. So, ich setze die mal erstmal wieder drauf. Das ist jetzt auch übrigens alles kein Problem bisher mit der Stabilität, weil doch unten das Steinfundament ist. Das war ja vorher das Problem, dass ich da nicht weitergekommen bin. Und da ließ sich auch nichts machen. Aber ich bin ja jetzt versöhnt sozusagen. Ich kann ja doch auf das Steinfundament, also unten, auch den Holzboden setzen. Du musstest nur einen Teil, den ersten Holzboden, einigermaßen gerade setzen. Und dann klippen die anderen automatisch daran. Das funktioniert also ganz gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, was baut man hier für ein Dach, ne? Mit dieser Geschichte. Hier bleibt es ja offen. Und das ist auch so eine Sache. Das werden wir jetzt nämlich sehen, ob es stabil bleibt oder nicht. Da fehlt noch eine Wand. So, und zwar, ich möchte das Holzdach setzen. Es spielt aber auch gar keine Rolle, ob du das Holzdach setzt oder ob du Strohdach setzt oder Grasdach. Denn wenn die Stabilität nicht reicht, dann wird es auch angezeigt bei dem Strohdach. Also es wird nicht vom Gewicht unterschieden, ob es jetzt Strohdach ist oder nicht. So, und hier hast du jetzt die Geschichte, dass du eine gerade Wand draufsetzen musst, also beziehungsweise das hier. Und jetzt gibt es ja hier ein Problem. Ne? Mach's nochmal auch an der anderen Seite. So, und jetzt hast du ja hier das Problem, dass ja nichts mehr passt, aber dafür, wenn es so nach innen geht und die Türme offen sind, dafür gibt es ja eine Lösung und das ist der hier. Der klipst sich da genau rein. Zack. So. Das funktioniert. Der schmale hier. Gebogene Grasecke. Warum die Grasecke heißt, weiß ich auch nicht. So. So schaut's aus. Das hat funktioniert. Und dann kannst du jetzt ganz normal hier zu Ende bauen mit denen. Und jetzt bin ich gleich mal sehr gespannt. Jetzt müssen wir natürlich hier rüber. Das kommt jetzt auch. Oh. Einmal in die Treppe gefallen. So, hier das gleiche. Das ist diese schmale Ecke hier. Nicht der große, sondern die schmale. Für die abgerundeten Sachen. Und hier auch. So. Nochmal wechseln zu denen. So, und jetzt bin ich gespannt. Der ist ja jetzt schon hier geschlossen. Ob da oben das einzelne Dach drauf passt oder nicht. Das ist nämlich immer ein Strukturproblem gewesen. Auch beim letzten Mal. Aber. Na, klipp ein. So müsste es sein, ne? Jetzt will er nicht einklippen. Es geht. Genial. Das ist also die maximale Höhe. Es geht wahrscheinlich noch weiter hoch, aber das ist eben der Punkt gewesen beim letzten Mal. Das war ein bisschen kritisch. Okay, jetzt habe ich das so eingebaut, glaube ich. Das war beim letzten Mal kritisch, das ging nämlich gar nicht. Und ich konnte machen, was ich wollte, es hat nicht funktioniert. So, ziehen wir das Dach mal oben weiter. Denn dann ist ja noch die Frage, was mache ich jetzt hier an der Terrasse, ne? Also ich kann hier noch weiter bauen. Und jetzt verlässt mich dann irgendwo. Jetzt verlässt mich wahrscheinlich irgendwann die strukturelle Integrität wieder. Ich könnte es jetzt natürlich auch so lassen und weil wir das unten auch gemacht haben, hier die Terrasse jetzt mit dem Gras weiterbauen. Werde ich auch mal tun. Mal gucken, was passiert. Dann müsste ich jetzt ja nahtlos übergehen zu der Grasgeschichte. Okay, das geht noch und hier müsste ich ja die Ecke reinsetzen jetzt. Die Grasecke.
Na komm. Nee, das geht jetzt nicht. Weil es nicht rund ist, sondern eckig. Da muss ich die nehmen. Ja, genial. Er macht es tatsächlich. Okay. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Bis jetzt ist alles noch in Ordnung. Jetzt kommt die Säule. Jetzt wird es kritisch. Ja, nicht genug strukturelle Unterstützung. Ist aber nicht schlimm. Wir kommen mal von der anderen Seite. Und gucken mal, was dann passiert. Jetzt die Ecke. Die habe ich falsch gesetzt, ja. Ich baue mal ganz kurz ein Bett und schlafe mal kurz, damit es ein bisschen heimlicher wird. Bin ich hier geschützt? Ja, kann ich hier einfach kurz bauen, damit wir ein bisschen mehr sehen. Geschützt und doch unter freiem Himmel. So, wie schaut's aus, wenn die Sonne wieder aufgeht? Das dauert ein bisschen, ne? Das dauert länger, weil ich die Einstellungen entsprechend verlängert habe, dass es wesentlich länger Tag und wesentlich länger Nacht ist. Oder es war einfach nach dem letzten Patch. So, das geht ja. Das sieht soweit ganz gut aus. Der Mix ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich möchte dabei bleiben, über der Terrasse hier das grüne Dach zu bauen. So, warum passte die jetzt nicht? Oder ist das... Ah ne, die muss ich ja nehmen. Die war doch richtig. Ja. Was stimmte da jetzt nicht? Jetzt passt es. Nee. Doch, müsste passen. Ja. So, mal schauen. Jetzt geht's. Jetzt dürfte der letzte auch hinhauen, hoffe ich. Nee, nicht genug strukturelle Unterstützung. Okay, das heißt, ich brauche hier auch noch die Säulen. Oder kann ich jetzt hier mit einem Winkel arbeiten? Ich versuche mal den Steinwinkel. Der ist natürlich jetzt viel zu übertrieben eigentlich für hier. Aber ich versuche es erstmal. Einmal drehen und einmal so. Okay, das ist schon mal nice, dass das klappt. Das sind ja die Säulen, die nach unten verlängert worden sind. Jetzt würde ich behaupten, ich habe es hier vergrößert und jetzt würde ich behaupten, es müsste hinhauen. Aber wir werden es sehen. Ne. Also irgendwie scheinen die Winkel überhaupt keine Funktion zu haben. Leider. Leider scheinen die keine Funktion zu haben, aber ich finde das schön. Deswegen setzen wir die anderen jetzt auch dran. Nein. Warum will er jetzt nicht? Ach so, okay. Ich habe den schon falsch gesetzt hier. Die sind aber richtig, ne? Ja. So. So, und einmal hier. Einmal drehen. Und einmal drehen. So, sieht doch gut aus. Ja, wahrscheinlich, weil der offen ist, wird es nicht funktionieren, ne? Mal gucken, ob es jetzt geht. Wir haben ja die Seiten quasi nochmal stabilisiert. Jetzt kann ich ihn gar nicht reinsetzen. Ne, nicht genügend Stabilität. Ja, das ist die Sache. Es fehlt immer an Stabilität. Ich schaue trotzdem nochmal hier, ob ich jetzt oben weiterkomme.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch eine Ebene draufbauen soll oder das Dach setzen. Eine Dachterrasse wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Noch oben drauf über den Türmen eine Dachterrasse. Ich überlege. Erstmal kümmern wir uns hier um das Problem. Ich versuche jetzt nur mal einen Test, nur mal einen Mix. Ich setze einfach mal die Holzstreben jetzt hier hin. Ich ersetze die dann später durch Stein. Ich will nur mal wissen, ob es mit dem Holz schon funktioniert. Das sieht gut aus. Na komm. Ja. Okay. Okay. Aber, naja. Ist halt ein bisschen unschön, ne? Wenn ich die jetzt wegnehme, dann bricht natürlich wieder alles zusammen. Gehe ich von aus. Ja, sofort, ne? Das zeigt dir das Spiel auf jeden Fall auch unmittelbar, dass alles zusammenkracht. Ich nehme die nochmal raus. Und setze dafür jetzt zwei Steinsäulen hier hin. Okay, das macht er jetzt auch nicht, weil die nicht von unten kommen. Das heißt, ich komme nicht drum rum. Kann ich eine einfache Steinsäule setzen? Nein, kann ich auch nicht setzen. Ich muss Holz nehmen. Dann nehme ich aber die schwere Holzsäule. Drehe die so ein bisschen nach außen. Hier auch. Weil ich möchte nicht jetzt noch die Holzsäulen wieder bis unten bauen. Jetzt müsste es ja eigentlich wieder funktionieren. Das war der falsche. Na komm, klipp rein. Na, da war's. So. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt noch eins höher gehen, wie es dann aussieht. Ja, das sieht jetzt nicht so toll aus, aber was will man machen, ne? Ich könnte ja zum Ausgleich hier auch noch die beiden Holzsäulen hinstellen. Wir warten erstmal ab, wie es jetzt noch eine Etage höher aussieht. Ich ziehe jetzt erstmal den Boden ein. Ich mache einfach erstmal den Boden. Und mal gucken, ob das überhaupt geht jetzt hier oben noch. Nee, das macht er nicht. Jetzt hat er... Natürlich sind wir jetzt an die Grenze gekommen. Keine strukturelle Unterstützung mehr. Hier schon, aber hier müssen wir mit Säulen arbeiten. Ja. Also, dass das hier trotzdem noch geht, ne? Überlegt mal, auf welcher Höhe wir uns jetzt befinden hier. Kriegen wir den jetzt noch? Ne. Also, hier ist Feierabend. Ein Sturm zieht auf. Ja, wir haben Schutz ohne Ende, würde ich sagen. Also, muss ich hier mit Säulen arbeiten. Auch fürs Dach müsste ich ja wahrscheinlich mit Säulen arbeiten. Ich probiere nochmal das nur als Dach zu machen. Ah, das wird das Gleiche sein. Naja. Oder? Nein? Hier geht's jetzt wegen dem Boden. Ach, okay. Okay, da kommt jetzt wieder hier von der rechten Seite vom Dach wahrscheinlich die strukturelle Unterstützung. Nur in der Mitte macht er es nicht. Jetzt setzt er die auch da dran. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also so gesehen lässt ihr das Spiel wirklich... Jetzt geht's doch... Nur hier nicht. Warum hier über der Terrasse nicht, obwohl hier die Fläche ja viel höher ist? Warum hier nicht? Okay.
nicht genug Material. Also es ist schon krass, wie offen das Ganze jetzt ist, ne? Ich hoffe nicht, dass der Sturm auch irgendwelche Auswirkungen noch hat auf die Stabilität des Hauses. So, ich denke, mit Stein arbeite ich da oben jetzt erstmal nicht mehr. Aber das sieht schon gut aus. Also das ist jetzt schon eine ziemlich schöne Sache. Ja, ich gehe wieder rein, alles gut. So. Na. Nein. Reicht das? Nein. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Reicht es jetzt? Ich schätze nicht, vielleicht müssen wir da... Ach doch. Okay. Krass. Okay, ich würde sagen, eindeutig was gelernt zum Thema strukturelle Integrität hierbei. In Smallland. So. Das ist jetzt natürlich drei. Also, das ist ja drei Decken jetzt hoch, ne? Ich überlege gerade, wie kommen wir jetzt noch auf die Dachterrasse? Natürlich dann von hier, ne? Von dieser Terrasse auf diese Terrasse. Wenn das hinhaut. Mit der Treppe. Einmal raus. Einmal Tee und den. Ja, warum kann ich den jetzt nicht ausschalten? Ah, jetzt hat es sich wieder aufgehängt. Schade. Ich mache eine kurze Blende und hole dich sofort wieder rein. Ich wollte das ausschalten. Ich hoffe, es klappt jetzt. T aus. Ja, jetzt geht's. Das ist auf jeden Fall noch ein Bug. Warum der kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist halt ein bisschen nervig. Ne? Jetzt kann ich nämlich die Treppe in die Mitte setzen. Ich müsste es eigentlich von oben machen. Aber ich versuche es jetzt mal so. Ja, ich müsste es eigentlich von oben machen. Ich setze die mal irgendwie da rein. Und mache es jetzt ordentlich von oben. So. Jetzt sagt er mir wieder nicht genug strukturelle Unterstützung. Von unten hat es aber funktioniert. Das ist aber... Warum? Warum hast du jetzt nicht genug strukturelle Unterstützung, aber von unten hat es funktioniert? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach. Von hier könnte ich sie so perfekt jetzt hier in die Mitte setzen. Ja gut, dann müssen wir es doch von unten versuchen. Warum geht das von unten, aber von oben nicht? Weil ich die so ein bisschen drüber setzen muss, ne? Hier. Weil die so leicht versetzt ist dann. Und wenn ich es von unten versuche, das müsste eigentlich ja von hier so gehen, ne? Genau in der Mitte. Sind wir ungefähr in der Mitte?
Ja, jetzt geht's. Geht's jetzt auch mit dem Clipping? Ich hoffe, er stürzt nicht wieder ab. Ich lege den Bauhammer weg. Ich nehme ihn, T, und sage an. Okay, hat funktioniert. Na komm. Jetzt will das auch nicht, ne? Nee, er will das nicht. Da würde er die hinsetzen. Ja, komm, dann machen wir eine Doppeltreppe. Ah, jetzt habe ich die Steintreppe gesetzt. Das hatte ich ja gar nicht vor. Egal, wir machen eine Doppeltreppe jetzt. Und wenn er die Steintreppe nimmt, bitte, sieht eh cooler aus. So. Dann machen wir es eben so. Das ist schon groß. Naja, das sieht jetzt suboptimal aus, ne? Was würdest du sagen? Schreib es mir mal bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Dieses gemischte Dach jetzt hier, das sollte eigentlich nur so sein, weil die Terrasse unten ja auch in grün ist, aber ich glaube, das macht so keinen Sinn, ne? Das sieht zu dämlich aus. Ah, von unten sieht's gut aus. Ich überleg's mir noch. Da hängen noch ein paar Sachen rum. Hier auch. Achso, hier können wir nochmal direkt das Geländer machen. Damit wir die kleinen Feinheiten schon mal erledigt haben. So. Hier auch. Ah, die strukturelle Integrität. So. Hier könntest du jetzt auch theoretisch noch einen Boden einsetzen, so halb, ne? Hier, so. Also indem dann die Magnetfunktion wieder ausgeschaltet wird. Aber hier oben möchte ich die große Öffnung haben. Und deswegen setze ich hier einfach die Zäune drum. So. Ah, das sieht nicht aus. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir noch. Genauso wie ich mir überlege, ob ich jetzt hier noch eine Wand baue oder einfach nur eine Dachterrasse. Aber ich denke, das ist der Abschluss hier, ne? Das ist ja wirklich groß genug, würde ich sagen. So dass ich hier einfach jetzt den Abschluss mache. Mal gucken, ob hier noch die Säulen drauf passen. Wird die Folge heute mal ein bisschen länger. Aber dafür ist das Grundgerüst fertig. So, und hier würde ich mit den Holzsäulen arbeiten. Okay, das scheint soweit kein Problem zu sein. Na? So. Und die auch nach außen. So, dann werden wir wahrscheinlich wieder... Okay, nicht genug strukturelle Integrität. Das kennen wir ja schon. Und hier oben dieses Dach drauf. Das finde ich ganz nice. Das ist der hier, ne? Ja. Hier oben machen wir das Dach drauf. Aber ich mache jetzt hier doch noch das grüne Dach weg und setze da das Holzdach rein. Ich glaube, das gefällt mir doch besser.
Wenn er das jetzt überhaupt so problemlos wieder macht, ist da der Schornstein bei? Nee. Ach, war sowieso die falsche. Das falsch gebogene Element. Doch, ja. So. Eigentlich müsste es jetzt problemlos funktionieren. Weil ich ja vorhin schon mal sagte, dass eigentlich nicht unterschieden wird zwischen Grasdach oder Holzdach. Na komm. Ja. Okay. Schauen wir uns das Ganze nochmal von unten an. Wir sind komplett geschützt. Okay. Mal gucken, ob das jetzt hier nass wird. Nach dem nächsten Trocknen, ob es so bleibt. Das ist schon riesig jetzt, ne? Also das ist jetzt wirklich, wirklich nice, das hier so umsetzen zu können. Mit so einer Deckenhöhe, dreifache Deckenhöhe, also zweifach plus Dach. Endlich hat man mal ein Raumgefühl, ne? So, ein Blick noch von draußen. Ja. Und wenn da oben jetzt noch ein grünes Dach drauf kommt, dann ist das grüne Dach da oben auch der Abschluss hier für das grüne Dach hier unten. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für diese Folge. Das bleibt jetzt auch erstmal auf absehbare Zeit mein Haupthaus. Das werde ich jetzt nicht wieder abreißen und ändern. Ich werde es schön in Ruhe einrichten. Hier ist noch ganz viel Platz für andere Bauten, je nachdem, was uns im Game noch erwartet. Natürlich werde ich auch wieder das ein oder andere Baumhaus noch bauen. Und wenn es dir gefallen hat, lass bitte gerne einen Like da. Sehr gerne auch ein Abo mit aktivierter Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.